Servus, Grüße und Hallo, ich bin wieder zu Let's Play Mega Man X6 und in dieser Folge machen wir dann die Sigma Stages weiter. Beziehungsweise die Sigma Stage. Es ist ungewohnt, in Mega Man X6 zu sagen, oh mein Gott, wir sind in der Sigma Stage, obwohl wir eigentlich in der Gate Stage sind. Es ist irgendwie ein absoluter Schwachsinn, jetzt irgendwie den Sigma wieder reinzubringen, weil Sigma war das ganze Spiel komplett unbenannt. Es fühlt sich fast schon so an, als ob sie sagen würden, ja, Sigma, irgendwas fehlt in dem Spiel. Wir haben bis jetzt ein absolut schlechtes Spiel gemacht, dass wir eigentlich den treuen Zuschauern, den treuen Anhängern der Serie, gerade nachdem sich Mega Man X5 so extrem gut verkauft hat, nicht anbieten können. Was machen wir denn da? Also wir haben den unverschämt schweren Boss, wir haben die unverschämt beschissenen Stages, irgendwas fehlt da noch. Was könnten wir da jetzt noch machen? Irgendwas Besonderes fehlt da noch. Ach ja, ein Sigma, der absolut nicht in die Stages reinpassen würde. Genau, das ist es. Und weil wir mal lieb sind, machen wir Sigma gleich zu einem der schlechtesten Charaktere im ganzen Spiel, beziehungsweise machen gleich den Sigma, der die absolut schlechteste Performance überhaupt liefert. Du scheinst nicht vollständig zu sein, Sigma. Ex, verschwinde! Ich werde dich vollständig löschen. Ruhe! Ich werde dich zerstören! Selbst mit diesem halb vollständigen Körper. Macht sich bereit, gelöscht zu werden, Sigma. Ja. Nee, also ich sag mal, dieser Kampf ist ein Witz. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, das ist alles, was er kann. Ab einem gewissen Zeitpunkt knallt er dann einfach zu Boden. Wirklich, dieser Kampf mit Sigma ist einer der wohl langweiligsten Kämpfe überhaupt. Ihr seht ja, ich habe hier gar nichts gemacht. Ich habe hier gar nichts gemacht. Und es wird noch schlimmer. Die zweite Phase ist ja auch einmal. Beziehungsweise die zweite Phase ist cool eigentlich. Kann es sein, dass ich ihn besiegt habe? Ich glaube es nicht. Noch nicht. Der Kampf hat just begonnen, so. Ja, gut. Ich finde, der Dialog ist toll. Ja. Übrigens, obwohl, das sage ich jetzt nicht, aber ihr werdet es ja gleich hören. Das ist der Sigma-Body aus Mega Man X6. Und ich sage nur, lol. Hört euch mal diesen Song an. Erkennt's wer? Es ist ein Remix aus dem Boss-Battle aus Mega Man X1 und Sigmas Mega Man X2 First Battle Form. Warum ist dieser Kampf so verdammt einfach? Da gibt es einen ganz einfachen Grund. Ihr seht, diese Viecher können... Au. Diese Viecher können tatsächlich Energie droppen. Obwohl ich hier gerade ein wenig Pech habe, um es euch zu demonstrieren. Ah, da geht's doch los. Aber die Musik ist geil. Allein schon deswegen lohnt sich das Spiel nicht. Schwäche wüsste ich jetzt nichts aus dem Kopf. Ups. Das war jetzt nicht geplant. Ich kann mal ganz fix nachgucken, was er für eine Schwäche hat. Weil, geht ja ganz schnell.
Ich wüsste jetzt eh nicht, wie ich die abusen könnte. Weil er ein wenig unkooperativ sich mir gegenüber darstellt. Und so. Wo haben wir es denn? Ground Dash, ja, und Magma Blade. Let's go! Was ist los, Katze? Was ist los, Kleines? Meine Katze ist gerade so ein bisschen am Rumheulen. Egal. Dann gucken wir mal. Ich finde, wie gesagt, diesen Sigma einen absoluten Witz. Ich meine, er bekommt auch, wie ihr unten erkennen könnt, so massenhaft Schaden, dass es nicht mal Spaß macht, gegen ihn zu kämpfen. Ich habe nicht mal irgendwie was getan. Ich habe einfach nur mich bewegt. Das ist doch abartig, oder nicht? Gottes Willen. Gottes Willen. Das ist doch so krank. Aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Also wie gesagt, ich find die Musik, die ist geil. Die Musik ist cool. Ohne Scheiß. Let's go. Au. Ich habe irgendwie das Glück, dass diese Scheißdinger nichts droppen wollen. Das ist irgendwie peinlich, dass ich ihn hier, was ich hier gerade für eine Vorstellung abliefer. Das ist wirklich peinlich gerade. Droppt sogar ein Leben! Ist das nicht... Echt, ist das nicht zuvorkommend? Ja, dieser Sigma-Kampf ist bei weitem nicht so schwer, wie ich ihn hier gerade auch darstellen lasse. Er dauert nur ein bisschen. Zieht sich unnötig in die Länge. Und weiter geht's. Ich kann vielleicht noch ein paar gute Hits. Au. Ein paar gute Hits irgendwie reinbringen. Es ist doch ein Witz, ey. Die Idee ist geil. Und der Kampf würde auch richtig angenehm schwer werden, wenn wenn uns gut Siggi dann auch tatsächlich irgendwie wenn uns gut Siggi dann auch irgendwelche anständigen Attacken hätte. Aber das, was er macht, ist einfach nur, man braucht Ewigkeiten, ehe man ihn treffen kann. Ich mag den Kampf irgendwie nicht. Nicht zuletzt, weil er auf eine gewisse Art und Weise... Au! Jetzt brauche ich aber wirklich was. Komischerweise, jetzt funktioniert mein Live-Recover wieder. Ich verstehe es nicht, aber okay. Sigma, hör bitte auf. Danke. Au. Okay, jetzt wird's denn doch schwieriger. Ich bin begeistert. Also mir war die Phase, wo er mir die Laser am Kopf geknallt hat, lieber. So einiges lieber. Oh, Sigma!
Es ist zu viel. Es ist einfach... zu viel. Boah. Alter. Ich bin gerade echt gestresst. Echt wirklich gestresst gerade. Der Kampf ist jetzt echt stressig geworden. Sigma. Geht doch. Ja. Ich sag mal so, ich lese das jetzt mal nicht vor, ihr könnt euch das selber durchlesen. Und ja. Ja, ja. Vor allen Dingen, es ist sehr lustig. Fandet, du weißt, dass du mich nicht besiegen kannst. Und Exo, ich habe Wichtigeres zu tun, als dich irgendwie ständig zu besiegen. Bitch! Und ich werde dich immer wieder besiegen, bla 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 bla. Und er meint so, ich habe immer die Motivation, um wiederzukommen. Beziehungsweise um zurückzukommen. Also ich weiß nicht, es ist einfach nur bläh. Genau, bläh. Bläh. Black. Black says Count Black. Genau. Sigma geschafft. Ja, die Musik war cool. Was muss ich gestehen, aber was willst du machen? Normalerweise, vor allem, da wir jetzt ja auch gerade in den Credits sind, it's over. Ja, was mit Geld machen? Wie er es der Mitspieler gehört. Hä? Was soll das denn? Es ist meines Wissens sagt das gute Ending. Ja, ja. Mercy. Awful? Haha. Na, dann zeigen wir mal. Oh, oh, wenn das so einfach wäre. Wenn das so einfach wäre. Ja, ja, let's join forces. Wenn das alles so einfach wäre, so eine heile Welt, bla bla bla. Ja, ja. Komischerweise, diese Welt gibt es wirklich, aber es ist relativ unwichtig. Mega Man X6 Stuff und ich darf anfangen. So, mich aufzuregen. Die Musik ist cool. Mega Man X6, ja, auf gut Deutsch. Lass es gut sein. Lass es gut sein. Es gibt Spieleserien, die eigentlich nach ihrem ursprünglichen Plan dann doch zu Ende sein hätten sollen. So wie Mega Man X. Weil man muss gestehen, dass Mega Man X6 nicht geplant war. Laut dem Mega Man X, ich weiß jetzt nicht mehr, wie hieß er. Ach, ich habe seinen Namen vergessen, es tut mir leid. Auf jeden Fall laut dem Chefdesigner von Mega Man X sollte eigentlich nach Mega Man X5 Schluss sein. Und da dachte ich mir auch so, okay, warum nicht? Warum nicht? Ich meine, mit Mega Man X5 hätte man sogar ein richtig gutes Ende gefunden. Aber nein, stattdessen kommen Mega Man X6, das Anfang vom Ende, wie ich es so schön nenne, Mega Man X7, Mega Man X7, das Ende, und dann, wieder Phönix aus der Asche, Mega Man X8. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist ja, dass mit Mega Man X8 das jetzt nur bei weitem eines der besseren Spiele war. Beziehungsweise nicht eines der besseren Spiele, sondern generell eines der stärksten Spiele der Reihe ist, wie ich anmerken darf. Dieses Spiel absolut
da ist Feierabend. Ganz ehrlich. Ich weiß, dass ich jetzt gerade großartig rumspoil, aber ich weiß aus Erfahrung, dass keiner hier irgendwie großartig das Video zu Ende guckt. So weit. Nee, aber generell. Nach Mega Man X8 ist Feierabend. Was ich nicht verstehe, weil Mega Man X8 war genial. Hat alles richtig gemacht, was Mega Man X7 falsch gemacht hat. Beziehungsweise das, was Mega Man X7 richtig gemacht hat. Und ja, das gab es wirklich. Dass Mega Man X7 mal was richtig gemacht hat. Hat Mega Man X8 verbessert. Und. Also es ist generell, ich kann nur sagen, es ist eine Schande. Mega Man X6 und 7 sind eine Schande für diese Spielreihe. Aber genug von der Reihe geredet. Fangen wir mal an mit Mega Man X6. Das einzig Gute, was ich in diesem Spiel fand, war, dass sie verdammt geile Soundtracks hatten. Ich möchte einfach nur an den letzten Sigma-Kampf erinnern. Ich möchte an den Gate-Kampf erinnern. Der Soundtrack war genial. Was wiederum das Einzige war, was gut war. Die Stages waren allesamt zu schwer. Das größte Problem, was ich jetzt irgendwie kenne, das größte Problem, was ich jetzt hier irgendwie großartig sehe, ist einfach, du kannst in diesem Spiel, wenn du nicht mega Glück hast, kannst du nicht 100% erreichen. Und das nervt. Ich habe 4 Reploids verloren. Ich kann die nicht wiederbekommen. Ich kann höchstens einen Speicherstand neu laden und hat sich die Sache erledigt, aber ansonsten geht das nicht. Dieses Spiel ist einfach nur scheiße. Dazu haben wir noch Stages wie Ground Scaravage, wo wir dann gesehen haben, ja, hey, theoretisch ist es ja so, dass wir alles irgendwie großartig auf Random generiert haben. Gute Idee, schlecht umgesetzt. Oder generell das, wie hieß denn das Upgrade-System. Man musste grinden wie die Hölle. Okay, ich musste vielleicht eine halbe Stunde grinden, das ist eine nächste Tatsache. Man musste grinden wie die Hölle, um irgendwie großartig was zu bekommen. Es tut mir leid, aber dieses Spiel, ich kann diesem Spiel nichts Gutes abgewinnen. Naja, da sehen wir es doch wieder. Ich kann diesem Spiel nichts Gutes abgewinnen. At the mode selection screen. Position the cursor at game start. Press bla bla bla. Und da sehen wir auch entsprechend die Ultimate Armor im Hintergrund. Sehen wir das? Nee, einfach nur X. Einfach nur Zero. Gut. Unabhängig davon lade ich jetzt nochmal meinen kleinen Speicherstand. Weil ich es kann. Weil ich es will. Und use previous data. Die Sache ist einfach nur, Mega Man X6 war einfach nur scheiße. Die Bosse generell waren so ziemliche Bullocks. Ich fang mal so an. Commander Yamak, Witz. Zu schwer. Stage zu schwer. Stage scheiße, aber der Gegner ein Witz. Stage scheiße, der Boss war nicht schlecht. Eine schwierigeren Stages, wenn man irgendwie alles retten wollte. Der Boss war einfach nur eine Hölle. Und hier frage ich mich ernsthaft, wie man diese Stage überhaupt schaffen soll ohne die Ultimate Armor. Es läuft einfach darauf hinaus, das Spiel ist unfair schwer. Die Bosse, ich meine, guckt euch mal die Gate Stages an. Die Gate Stages, ich höre jetzt einfach auf, darüber zu reden. Ich fasse mich jetzt einfach viel zu sehr, ich fasse mich jetzt einfach mal kurz. Die Stages von Mega Man X6, zu lang. Quatsch, nicht zu lang. Zu random. Man kann sie nicht kontrollieren, man kann sie nicht üben. Die Gegner sind zufällig gespawnt, zufällige Effekte, bla 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 bla. Die Bosse sind teilweise einfach unverschämt schwer. Generell die Stages, die Bosse sind einfach unverschämt schwer und. Wenn ich mir jetzt mal die Gate-Stages angucke, muss ich auch gestehen, Müll. Man hat ja gerade den Anfang gesehen, den Anfang von Gate Stage 1, wo man dann wirklich überall Spiked Walls hatte und dann noch die Nightmare Mother dazu. Ich denke mir, ist gut. Oder
ja, wie gesagt, die Nightmare Mother, ich sah eigentlich relativ einfach aus, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass der Schwierigkeitsgrad von diesem Spiel einfach zu hoch ist. Das Spiel ist zu random. Und das Allerbeste, die Waffen in diesem Spiel sind der allerletzte Scheißdreck. Es gibt keine Waffe, außer vielleicht der Metal Anchor. Beziehungsweise, außer vielleicht die, das Feuerschwert von Blaze Heatnix oder der Metal Anchor. Und vielleicht auch noch hier der Laser. Der Rest von den Waffen ist einfach nur nutzlos. Im übertragenen Sinne nutzlos. Ich verstehe es nicht. So oder so, dieses Spiel ist schlecht. Wirklich schlecht. Und ich freue mich überhaupt nicht auf Mega Man X7, was ich persönlich sogar noch schlechter finde. Aber zuerst kommt erstmal Mega Man 6. Ihr dürft wählen, ich habe es auch als in der vorherigen Episode gesagt. In diesem Sinne, tschüss.